Andere treten aus, sie ist wieder eingetreten in die Kirche und hat damit eine Lücke in ihrem Leben geschlossen. Es geht mir so gut, wie ich kann mich nicht erinnern, wie nie zuvor in meinem Leben, außer wenn man eben ganz jung vielleicht verliebt ist oder irgendwie tolle Erlebnisse hat. Es sind Felsen von meinem Herzen gefallen. Also ich habe so darunter gelitten, unter dieser Ferne, die ich ja nun irgendwo natürlich selber herbeigeführt habe. Und es hat mir unglaublich gefehlt. Und es war so ein Schmerz die ganzen Jahre, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss ganz viel nachholen und gehe auch wirklich ganz oft jetzt in die Messe auch. Jetzt darf ich ja wieder zur Kommunion gehen. Es ist mir ein wirkliches Bedürfnis. Seit ihrem Wiedereintritt Anfang Juli kann Christel Mallhöfer all das nun. Voraus gingen intensive Gespräche mit Brigitte Schwarz vom Moritzpunkt. Die 70-jährige ehemalige Musik- und Kunstlehrerin hat eine Mappe mit Bildern, Fotos und Urkunden zusammengestellt, die ihr Leben widerspiegeln. Durch die Kunst konnte sie sich schon immer ausdrücken und Musik gibt ihr Lebensfreude. In der Kindheit und Jugend war sie sehr engagiert in der Kirche. Die Pfarrei war ihre zweite Familie, doch dann kamen viele Umbrüche in ihrem Leben, schreckliche Erlebnisse. Und die Kirche konnte ihr damals nicht helfen. 1971 war das so, da gab es diese Enzyklika Humanae Vitae und man sollte Kinder kriegen, so viel man kriegen kann. Damals war ich aber schon verheiratet mit einem Mann, der Alkoholiker war und der psychisch krank war. Und ich bin dann zu diesem Gemeindepfarrer, der eigentlich sehr modern war, und habe ihn gefragt, was er denn davon hält, wenn ich eine Psychotherapie mache. Und das hat er dann, hat er mir abgeraten, hat gesagt, nein, die Kirche, die macht das schon. Und das hat mir aber in der Situation, hat mir das nicht geholfen. Ich musste dann eben auch tatsächlich fachliche Hilfe in Anspruch nehmen. Das hat dann auch funktioniert. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann zusammen mit meinem Mann ausgetreten bin. Die Augsburger Moritzkirche als offizielle Wiedereintrittsstelle im Bistum Augsburg lebt seit einigen Jahren einen gegenläufigen Trend. Mehr Menschen als früher wollen zurückkehren. Es gibt Motive, die doch relativ häufig vorkommen. Das sind manchmal so Erfahrungen wie der Tod eines lieben Menschen, der plötzlich zum Nachdenken gebracht hat. Auch natürlich freudige Ereignisse wie eine Taufe oder eine Heirat, dass man dann einfach sagt, ach, jetzt will ich einfach nochmal jetzt mein Leben da auch in Ordnung bringen, auch mein Glaubensleben, und möchte eigentlich jetzt diesen Schritt tun, wieder auch zur Kirche zu gehören. Also das sind meistens solche Lebenswenden auch. Verglichen mit den Austritten ist die Zahl der Wiedereintritte nur ein Tropfen auf den heißen Stein, meint Pfarrer Haug. Aber immerhin, der Negativtrend bei den Kirchenaustritten ist schmerzlich. Auch wenn die Gründe teils außerhalb der Diözese liegen und sich auch generell ein Trend zur Abkehr vom Christlichen zeigt, meint Generalvikar Harald Heinrich. Er sieht hier aber auch eine Herausforderung. Ich denke, es geht letztlich darum, zwei Seiten. Zum einen, dass gläubige Christen einfach ihren Glauben nach außen hin sichtbar machen, leben, auch vertreten, ohne Überheblichkeit, aber einfach auch zeigen, was ihnen der Glaube bedeutet. Und eben auch wir als Kirche wieder neu, denke ich, auf die Menschen zugehen müssen, bei den Menschen sein, wie Papst Franziskus es immer auch sagt. Und ja, wir dürfen uns nicht zurückziehen, sondern das muss eher Herausforderung an uns sein, wirklich Wege zu überlegen, wie können wir Menschen wieder, ja, es geht nicht um für eine Institution zu begeistern, sondern für Jesus Christus zu begeistern. Viele, die austreten, wollen damit ihre Kritik an der Kirche zum Ausdruck bringen. Mit dem Glauben hat das nicht unbedingt etwas zu tun. Und deshalb treten manche irgendwann auch wieder ein. Die Leute, die bei uns wieder eingetreten sind, die hatten ganz andere Gründe. Ich habe bewusst immer die Frage gestellt und sie treten trotzdem ein, obwohl gerade alle Welt austritt und diese Ärgernisse da sind. Dann sagten die, nein, mir ist der Glaube wichtig und ich habe meinen eigenen Weg. Ich habe mir das reiflich überlegt, ich habe diese Jahre auch mit mir gekämpft, gibt es auch oft, dass Menschen wirkliche Prozesse durchmachen und diesen Schritt dann wirklich erkämpfen, sich innerlich, und das dann auch ganz bewusst machen, auch wenn die ganze Umgebung austritt. Langsam hat sich Christel Mallhöfer in den letzten Jahren wieder der Kirche angenähert, hat sich in vielen Organisationen und Kreisen engagiert, bis sie dann am Gründonnerstag in der Moritzkirche ein Schlüsselerlebnis hatte. Und dann stand ihr Entschluss fest.
Alle Plätze waren voll, es gab kein Plätzchen mehr und ich stand jetzt in dem rechten Seitenschiff und habe gedacht, was mache ich jetzt? Hier gehe ich wieder nach Hause, es ist kein Platz für mich. Und dann kommt eben der Zug der Ministranten und der Diakon und der Pfarrer raus und dann kriege ich eben von Pfarrer Haug den Rat, hier vorne neben dem Altar sind noch freie Plätze. Und da habe ich plötzlich wirklich diesen... Ja, als wenn es jemand zu mir gesagt hätte, hier bist du zu Hause, hier gehörst du hin, hier kannst du bleiben, hier bist du willkommen. Nach mehr als 40 Jahren gehört sie nun also wieder dazu. 19 Freundinnen waren bei der Wiederaufnahmefeier als Zeugen mit dabei. Es war für sie eine Art Befreiungsschlag, ein Energieschub. Christel Mallhöfer war und ist eine aktive und engagierte Frau. Und sie hat viele Pläne für ihre Zukunft als Musik- und Kunstbegeisterte und vor allem auch als Katholikin.